Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kollegen, Kolleginnen, die Energiewende in Rheinland-Pfalz kommt voran. Rheinland-Pfalz fördert den Ausbau in den Bereichen Wind, Solar und Bioenergie sowie Geothermie und Wasserkraft. Insgesamt ist der Anteil an regenerativem Strom, der in Netz eingespeist wurde, 2015 um 16% gestiegen. Bei der Windkraft ist die installierte Gesamtleistung in Rheinland-Pfalz bei 3.159 Megawatt angekommen und nimmt dabei Rang 6 in der Bundesrepublik ein. Besonders hervorheben möchte ich aber den Bereich der Bioenergie. Rund 2/3 der Energie, die aus erneuerbaren Energieträgern bereitgestellt werden, stammen aus Biomasse. Als wichtige Energiespeicher und wetterunabhängige Energieform spielt sie eine besondere Rolle beim Ausgleich der Wind- und Sonnenenergie. Darüber hinaus bietet Biomasse ein erhebliches Potenzial, was die Entwicklung regenerativer Kraftstoffe angeht. Biomasse ist eine zukunftsträchtige Rohstoffquelle für die energetische und stoffliche Nutzung. Der Ausbau erneuerbarer Energien allein trägt jedoch nicht zum Erreichen der Energiewende bei. Genauso wichtig ist es, die Stromnetze weiterzuentwickeln. Dazu zählt auch die Förderung innovativer Speichertechnologien, um eine stabile und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Letzte Woche war im Rahmen einer auswärtigen Umweltausschusssitzung beim Prüf- und Forschungsinstitut in Pirmasens der Umweltausschuss zu Gast und auch Staatssekretär Kriese war mit bei der Veranstaltung dabei. Das Institut forscht intensiv an der stofflichen und energetischen Nutzung von Biomasse und bei der Besichtigung der 2015 eingeweihten Power-to-Gas-Anlage konnten wir uns vor Ort einen Eindruck über die erfolgreiche Umsetzung eines innovativen Projektes machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die erneuerbaren Energien fußen auf den ländlichen Raum, fußen auf der Landwirtschaft, fußen auf der Forstwirtschaft und sind dort ein wichtiger Beitrag auch für die Land- und Forstwirte, ihre Einkommen zu stabilisieren. Rheinland-Pfalz macht keinen Rückschritt im Klimaschutz, sondern geht vorreiterrollemäßig weiter voran. Und Herr Weschenbach, zum Abschluss möchte ich Ihnen einfach mal... Nein? Herr Weiland, das können Sie jetzt von mir nicht erwarten. Zwei Dinge. Ich hoffe, dass er in seiner zweiten Runde aufs Thema eingeht. Punkt 1 und Punkt 2. Wenn ich alle Verbandsbürgermeister und Landräte, die vorstellig in der Koalition und bei der FDP in den letzten Wochen und Monaten geworden sind, die für Windkraft, massiv für Windkraft und keine Änderung des LEP 4 geworben haben, wenn wir die alle heute hier versammeln würden, dann wären über 90% der CDU-Mandatsträger als Verbandsbürgermeister und als Landräte hier vor Ort. Und wenn wir uns Ihre Rede hier heute so über uns ergehen lassen müssen, dann finde ich das als eine Unverschämtheit. Auf der einen Seite wollen die regionalen Kommunalpolitiker die Windkraft massiv ausbauen, wollen Geld machen und Sie machen hier eine Show. Sie machen hier eine Show, wollen sich mit Zeitungsartikeln, zitieren von Zeitungsartikeln profilieren und haben im Prinzip nicht registriert, dass diese Koalition seit dem letzten Jahr ganz restriktiv den Koalitionsvertrag umsetzt, alle drei Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP ganz stringent mit den Ministerien, mit dem Umweltministerium, mit dem Innenministerium Hand in Hand die Umsetzung macht. Und Ihr Auftritt heute war eine totale Entgleisung. Vielen Dank. Applaus